Hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe Bayern-Fans. Ja, heute gehe ich mal mit euch die neue Bayern-Aufstellung für die Bundesliga-Saison 23/24 durch. Mit allen eventuellen Transfers und Neuzugänge. Dann viel Spaß. Dann kommen wir gleich zum Torwart. Natürlich Manuel Neuer. In der Innenverteidigung natürlich Matthias de Ligt. Er war letzte Saison der beste Innenverteidiger der Bundesliga-Saison. Dann kommen wir zum ersten Neuzugang. Ja, Kim, der beste Serie A Innenverteidiger. Natürlich erstmal gesetzt neben De Ligt. Dann kommt Alphonso Davies auf der linken Verteidigerbahn. Alle Bayern-Fans hoffen natürlich, dass Davies wieder zur alten Form kommt. Dann kommen wir zum Rechtsverteidiger. Ja, Kyle Walker, den nehme ich jetzt schon, obwohl der Transfer noch nicht ganz perfekt ist. Aber ich gehe davon aus, dass Walker von Manchester City zum FC Bayern wechselt. Dann kommen wir zum defensiven Mittelfeld. Ja, ich setze auch gleich im defensiven Mittelfeld auf Konrad Leimer, den Neuzugang von RB Leipzig. Leimer ist schon ein Superkämpfer, auch mit sehr guten Pässen. Schauen wir mal, ob es der Qualität im Bayern-Kader reicht. Dann komme ich zum zentralen Mittelfeldspieler. Ja, da nehme ich Joshua Kimmich. Nicht als defensiven, sondern im zentralen Mittelfeld. Klar, ein super Passgeber, auch sehr torgefällig. Und Kimmich wird wieder auch eine super Saison spielen. Dann kommen wir zu links außen, natürlich Kingsley Coman. Ich hoffe, dass er diesmal richtig fit bleibt, weil Kingsley Coman gehört auf der linken Seite zu den besten Spielern der Welt. Dann kommen wir zu rechts außen. Ja, da setze ich auf Serge Gnabry. Klar, es ist die Position von Leroy Sané, aber Serge Gnabry kann auch rechts spielen und ist natürlich für mich viel torgefährlicher und im Angriff nach vorne besser als Leroy Sané. Dann komme ich zum offensiven Mittelfeld, natürlich Jamal Musiala. Der beste Offensivspieler der letzten Bundesliga-Saison und einfach schon jetzt ein Weltklasse-Spieler. Dann komme ich zum Stürmer und natürlich setze ich auf Harry Kane. Der Transfer ist noch nicht durch, aber ich wette, er kommt auf jeden Fall zum FC Bayern. Harry Kane natürlich gesetzt im Sturm und wir hoffen, dass er seine 20, 30 Tore mindestens schießt in der Bundesliga und international. Ja, liebe Fußballfreunde, das war meine eigene FC Bayern-Aufstellung für die Saison 23/24 mit auch den Neuzugängen. Schreibt eure eigene Top 11 der Bayern für die nächste Saison mal in die Kommentare. Was war für euch der beste Bundesliga-Transfer? Ebenfalls in die Kommentare. Ja, liebe Fußballfreunde, besucht auch meinen Fußballkanal Werners Fußballecke. Da habt ihr mittlerweile über 1600 Fußball-Quiz-Videos für jeden etwas dabei. Verpasst auch nicht mein letztes Fußball-Quiz-Video. Danke für euer Like und danke für euer Abo. Viel Spaß noch!